Leute, was geht? Willkommen zurück zu Last of Us Part 2, Leute. Ja, wir sind hier stehen geblieben. Ja, mal gucken, was für eine Überraschung ist. Ich habe das Gefühl, dass Ellie irgendwie Geburtstag hat. Nicht selber über Überraschungen mehr reden. Ach, auch hoch. Mit Kleider schwimmen gehen. Ja, perfekt. Okay. Ach, scheiße. Genug gerade. Oh, gut. Aber ist es eine... Elli! Nein, warte. Ein neues DVD-Set? Ja. Welches denn? Bloß ja. Vielleicht Laserdiscs. Die soll mega sein. Ich soll voll. Ah, sag mir das doch. Ich warte. Da werde ich noch morgen. Wow. Ach du Scheiße, Joe. Ein T-Rex. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Alter. Mit Fettes haben wir nicht gerechnet. Ach du Scheiße. Dinosaurus Rex. Es ist ein gottverdammter Dinosaurier. Der König der Echsen-Tyrann. Na, Rosa? What the fuck? Okay, Moment kurz. Ich weiß gar nicht, ob mir das alles schon gesehen. Könnte es sein, dass wir das schon gelesen haben. Nina hat mir eine Krone zum Geburtstag gebastelt. Sie war nochmal bei diesem Campingplatz unter Papier geholt. Sie ist ziemlich klasse. What? Okay. Ah, das ist gar krass, man. Kommt nicht auf. Ah. Jo, moin! Was? LOL! Ja, oh mein Gott! Aber brich dir nicht den Hals, wenn du runterfällst! Aber brich dir alles andere! Sieh mich an! Ich bin auf einem Riesensaurier! Oh, oh, oh! Was tust du da? Nicht springen! Kletter einfach runter! Nee, Ellie! Selbstmordgedanken! Was?! Hey! Oh mein Gott! Bruder! Ja, hab ich! Super, dass du dir nichts gebrochen hast. Alter! Das war super. Wow, Museum! Oh, was ist das? Ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Okay. Schon gut. Okay, jetzt können wir uns umschauen. Alter. Eieiei, aber das war jetzt krass, Mann. Hallo, tut mir leid, die Dinosaurier sind... Was machst du da? Oh, Moment. Ein Dinosaurier ist hier. Joel ist für dich. Sehr witzig. Es ist auch witzig. Okay. Kapiert? Du bist alt. Oh, schon klar. Okay. Alter, das ist so krass gemacht. Oh, Mann. Willst du mal? Will ich nicht. Ein Pech. Ja, nee. Alter, okay, das ist krass.
Kerberkrallen. Das ist ein Velociraptor. Was? Eigentlich ist es ein Deinonychus. Was? Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja, zumindest hießen die so in diesen Filmen damals. Hm. Ich hab so krank gemacht. Compsognathus. Puh, großer Name für die Zwerge. Ja, die griffen als Schwarm an. Weißt du das auch aus einem Film? Tatsächlich ja. Was ist das? Aus einem anderen. Nämlich dem zweiten Teil. War aber nicht so gut. Ja, lol. Boah. Winziger Kopf. Joe, guck. Das ist ein Hut auf einem Saurier. Ist das jetzt ein neuer Trend? Bitte lass es keinen Trend sein. Ich will den Hut wieder. Kann ich den nicht Joel aufsetzen? Doch. Ja, lol. Hey, Joel. Ellie? Und wie, du nimmst ihn ab. Mein Geburtstag. Es hat Geburtstag. Ja, nice, eine Trophäe für dich. Das sind Giraffe. Was? Das sind Dinosaurier. Jo, Alter. Wow. Alter, das ist krank gemacht, Mann. Gallimimus bedeutet Hühner nach. Was? Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind. Doch, geht's sicher gleich weiter, aber hier ist auch noch ein Ort. Okay, das ist. Okay, hier geht's. Velociraptor. Joel, das ist der, von dem du erzählt hast. Der Velociraptor. Ist der klein? Alter. Filmen kann man auch nicht alles glauben. Whoa. Okay. T-Rex. Guck mal, wie dick sein Schädel ist. Sieht irgendwie aus. Alter, das ist der Schädel von T-Rex. Was? Von Tommy? Das werde ich ihm erzählen. Bitte nicht. Im richtigen Licht betrachtet. Peng, Tommy. Oha. Wow, der sieht wie ein Vogel aus. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Tja, Verzeihung, Herr Professor. Ich weiß auch das ein oder andere. Aus Filmen. Geh weiter. Okay, aber das ist zu krank, Mann. Boah, wie lange die für das gebraucht haben. Warst du oft in Museen? Ja. Ja, Sarah liebt die Museen. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum verschleift. Was macht sie jetzt? Sieht aus wie eine Giraffe. Hab ich doch gesagt! Ja, hast du recht. Wirklich reizend? Sag ich doch. Alter. Und jetzt dort im Weltraum, oder? Im Weltraum, oder was? Das ist... Hast du das etwa gewusst? Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Oh. Sei bloß still. Alter. Oha. Ich hab's so krass gemacht. Hey, Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Hallo? Alles klar bei dir? Nein, Merkur, Vater, Venus, erklärt, Erde... Oh, okay, verstehe. Das ist echt cool.
Hey, Joe, rate mal, welches Tier als erstes im Weltraum war. Ich brauche nicht zu raten. Es war ein Affe. Nein, Fruchtfliegen. 1947. Um die Strahleneinwirkung in großer Höhe zu testen. Sie haben es überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Zuerst Achtung, wir sind in einem Museum von Dinosauriern und jetzt sind wir im Weltall. Ja, moin. Nein. Big Brain. Ja, das haben wir gar nicht angeschaut, was sie da alles eingezeichnet. One day. Eines Tages. Sie will auf den Mond? Alte, wie hat das alles ein Alte? Ja, genau. Das haben wir schon gelesen. Ah ja, das war... Gut. Alter, okay, das... Das ist echt krass gemacht. Das Respekt an die Entwickler, Alter. Nee, das ist der Hammer. Wow, Hammer. Wo ist das Lenkrad? Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Ha. Moment. Ist das der echte? Da die Echten auf dem Mond geblieben sind, er nicht. Okay, nee, das... Hat die Sprache verschlagen, Alter, nee, das... Kannst du erlernen. So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und vor allem, sie weiß immer, wie es im Weltall man kennt. Das ist die Geilste. Ja, lol. Aber das vorhin war krass, was die von Dinosaurier hochgeletzt ist. Ich dachte, das geht gar nicht. Ja, moin. Und dann noch runterspringt. Okay, es... Mal gucken, was kann man hier? Oh! Wow! Oh! Nach dir. Wow. Vorsicht! Wow! Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleine. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Die Augen. Du wirst es mögen. Okay. Alter. Was geht ab? Yo!
du mich verarschen? Gern geschehen. Na, was meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Ja. Okay, Leute, das war krass. Das ist voll cute. Digga. Dem hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Da haben wir alles gesehen. Alles klar. Da vorne ist noch mehr Musik. In dem Gebäude war ich noch nie. Dann los. Und wie genau willst du da hinkommen? Ja. Hey, oh Gott. Warum musst du immer auf mir rumhacken? Komm hier runter. Nein. Hey, wer hat heute Geburtstag? Hör endlich auf damit. Na dann spring doch mal rein. Wir müssen noch mehr erkunden. Ciao, ey. Toll. Ey, die beiden kann man nur liefern, aber ne. Also, das okay. Also, ich weiß nicht. Ich mach die Tür für dich auf. Komm, sei kein Spielverderber. Ich will rein, ich will rein. Okay. Keine Infizierten, dann ist mir alles egal. Das mit der Tür wird nichts. Okay, schlechte Neuigkeiten. Irgendein Mist blockiert die Tür. Sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Ich gehe außen rum. Naturkundezentrum. Okay, sei vorsichtig. Und du auch. Hier gibt's Dinosaurier. Die Tierwelt Nordamerikas. Alles im Naturmuseum. Ja, moin. Oha. Oh, alles Gute, Kumpel. Bruder. Ey, das wird immer krasser hier. Eine Karte. Alter, die hätte ich jetzt fast vergessen. Ah, das sieht ja fast wie echt Wieso? Aus. Bruder. Alter. Ey, das sieht krass aus. I killed four of them. Der brauchte eine Umarmung. Ich hab für sie getötet. Ein bisschen Trieb. Von da sind wir gekommen. Es ist dumm. Ach nee. Ey, Alter. Die vier Soldaten am Tor, der letzte hat geweint. Ey, aber das ist das krass, die Tiere sehen wirklich fast wie echt aus. Ey. Scheiße. Die Frau, die wir gefolgt haben, sie ist an ihrem eigenen Blut oh erstickt. Mein Alter, Gott. Was?
Das ist das Schlimmste. Ich brauche noch etwas. Nein. Wo hast du noch was? Dort. Nicht die Wand. Es struggles so stark und springt. Die Versprengten, die sich in das ins Lager geschlichen haben, sie wollten nur etwas zu essen. Alter, wer war hier? Komm raus, Arschloch. Das ist sicher. Das Kind, das in die Explosion gerannt ist, ich konnte es nicht aufhalten. Oh, fuck. Oh mein Gott. Okay, jetzt wird's krank. Da war auch noch jetzt an der Wand. Sag mir, komisch, dass wir jetzt plötzlich Material hineinsammeln können. Jo, Alter. Oh mein Gott. Alter, ich hasse diese scheiß Regenwürmer. Alter, ich schwöre so. There is no light, das ist kein Licht. Wir wollten das Leid beenden. Wir wollten die Menschheit retten. Jedes Mal, wenn wir einen Teil von uns geopfert haben, sagten uns Anführer, dass es wert. Jetzt haben wir uns aufgelöst und nichts kann unseren Sünden mehr entschuldigen. Ich dachte, hierher zu kommen würde wieder irgendwas in mir entfachen, einen Sinn. Meine Eltern sind so gern mit mir hier gewesen. Es ist eine meiner frühesten Erinnerungen von vor dem Ausbruch, vor der ganzen Grausamkeit und Brutalität. Diese Erinnerungen haben mich nur noch wütender gemacht. Ich will in dieser Welt nicht mehr leben. Ich kann die Person nicht mehr ertragen, zu der ich geworden bin. Alter, der braucht eine Umarmung. Ja. Ja, Ellie. Und was? Es gibt kein Licht. Wo ist... Oh mein Gott. Wow! Dämliche Fake-Viecher. Sie wollte in das Museum. Oh mein Gott! Ein Wildschwein! LOL! Bruder! Da muss ich aber los. Lügner. Ich bin hier! Oh mein Gott! Joe! Ich bin so schreckhaft! Was war das denn? Nur irgendein Tier. Firefly. Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Mein Gott, diese Musik wieder. Alter. Na komm. Seattle Tag 2. Alter, was das heißt? Tag 1 in Seattle. Ach du Scheiße. Alter, sie sind in Gegenwart. Funkrauschen. Hörst du das nicht? Ja doch, aber das Funkgerät ging doch gar nicht. Okay. Schauen wir mal nach. Weil hier kann niemand, da muss es Dina sein, weil sonst kommt hier gar keiner rein. Wir sollen schauen bei ihr.
Moment. Dina ist nicht mehr dort. Da muss es Dina sein. Was macht sie? Die kotzt. Ja, sie ist schwanger. Hey. Na, wie scharf findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Ungwalose. Die Antenne. Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen. Er wird vermisst. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, kommt zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Männliche Eindringlinge? Tommy, wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hillcrest. Okay. Nicht gut. Hey. Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Warte. Gib her. Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon. Ja, richtig. Definitiv richtig. Alter. Warum ist Ellie von Dina weggegangen? Nein, jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Fick! Ich hasse es. Ich wusste gar nicht, dass Dina und Ellie zusammen waren. Ja, doch, die. Okay. Schauen wir uns mal zuerst um. Okay, wir sind auf uns allein gestellt. Das ist scheiße, wenn Dina nicht dabei ist. Okay, Moment. Lalalala. Okay, da geht's auch rein. Ja, oder auch nicht. Ja, gut. Dann lassen wir's. Okay, Da ist auch eine Tür, ne? Ja,
Ja, wow, was... Okay. Da ist eine Weltraum, Alter. Aber ich hoffe, diesmal kann ich irgendwas aufrüsten. Warum liegt hier so viel Zeug? Das ist nicht schlecht. Alter. Ja, nice. Scheiße, das war aber dort links auch noch ein paar Teile. Das ist die Frage, Moment, zeig mal der Revolver. 50 Teile, Alter, leck mich am... Aus... Stabilität, Rückstoß. Lol. Ja, machen wir. Machen wir. Mechaniker, ja, geil. Trophäe. Nice. Aber die Waffe haben wir auf 100% aufgerüstet. Geil. Drum hab ich. Ja, gut, das war's für den Moment, ne? Dann können wir noch ein bisschen ändern. Ja, moin. Moment, war da noch was? Ah ja. Geil, Lumpen. Okay, wir schauen uns aber zuerst hier überall gut um, weil... Hallo? Moment, da war eine Pille. Wo? Hallo? Pille? Hä? Ah, da am Boden. Jetzt nimm doch die scheiß Pille. Ah, da! Nichts mehr herstellen. Scheiße. Okay, hier kann ich nichts. Aber hier kann ich schnellere Fertigung. Wir warten noch. Ja, guten Tag, ne? Puh, weiß wirklich nicht, wo du hin willst. Where you thanks. Okay. Ah, nice, Munition. Kann ich immer gebrauchen. Ist frei, man weiß nicht mehr. Fast voll. Alter. Waschmaschinen leben besser mit Kalgon. Ja, die nicht mehr. Wo sind wir hier gelandet? War da noch was? Ah nein, ich kann nicht, das ist wohl. Da waren wir, dort waren wir. Ich glaube, wir haben alles gesehen.
Ah, Moment, aber irgendwo konnte man doch noch über den Zaun klettern. War doch noch irgendwo. Da waren wir. Ah, da. Oder war das noch der hintere Teil? Ja. Ah, da waren wir. Da waren wir. Okay, gehen wir weiter. Aber Leute, ich glaube, wir beenden dann schon bald die Folge. Freunde. Wie komme ich da hoch? Scheiße. So viele von diesen Arschlöchern. Halt durch, Tommy. Ja. Okay, Moment. Viel zu viele Wege, ganz ehrlich. Viel zu viel. Hat niemand gehört? Ja, noch mehr Pillen. 56 hatten wir. Nein. Könnt ihr lesen, wenn ihr das wollt. Voll. Ja, und herstellen kann ich nicht. Sehr geil. Oh. Schrott, Flint, Munition. Okay, jetzt aber, ich könnte auch schnellere Bewegung in Bauchlage. Das wäre geil. Ja, das machen wir. Perfekt. Aber in Bauchlage sind wir meistens voll lame. Und da könnte das gut von Nutzen sein. Gut, Freunde, wir schauen kurz da noch rein. Voll. Kann ich klappen nachher? Nein. Scheiße. Ob hier aufpassen, dass keine Falle irgendwie ist. Sonst haben wir es, ne? So wie vor einer oder zwei Folgen. Sind wir jetzt schon wieder in einem anderen Gebäude? Oh ja, sind wir, ne? Kommen wir da rein? Da ist zu! Warum ist hier verschlossen? Küche? Ich will in die Küche. Ah, okay. Oh, eklig. Boah, mein Gott, ist das hässlich. Ist das hässlich. Ey, das ist immer noch voll. Ich glaube das nicht. Nee, Moment. Oh, bevor mir das vergeht. Hast du das gehört? Ja. Ich kann nicht hoch. Fuck, man. Wie
kommen wir. Ah, so. Finde ich blöd. Okay, Leute, ich frage mal an dieser Stelle, was das ist. Hier geht's in der nächsten Folge weiter. Ich glaube, wir sind schon im Moment gut ausgerüstet, würde ich sagen. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst ein Abo da. Sonst bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.